Die Pläne zur Sanierung der Wellingsbüttler Landstraße wurden überarbeitet. Anstelle einer 5-jährigen Vollsperrung soll die Dauer der Arbeiten nun deutlich kürzer ausfallen. Zudem soll die Straße für Anwohner dauerhaft befahrbar sein. Nur 3,5 Jahre Bauzeit und keine längere Vollsperrung. Die neuen Pläne für die Sanierung der Wellingsbüttler Landstraße sind deutlich kompakter. Die Notwendigkeit ist jedoch größer als zuvor. Abwasserrohre, Trinkwasserversorgung sowie Strom- und Gasleitungen müssen ausgetauscht werden. Also die Siele und Wasserleitung, Gasleitung und Stromleitung sind ganz einfach in die Jahre gekommen. Und die Siele, die haben eine ganz, ganz wichtige Funktion. Warum wir die erneuern? Wir vergrößern das Stauvolumen, sodass quasi Überläufe in die Alster damit vermieden werden können. Das heißt, dass wir eine bisschen saubere Umwelt kriegen. Ursprünglich geplante Bauzeit? 5 Jahre. Die Wellingsbüttler Landstraße sollte dafür vollständig gesperrt werden. Eine großräumige Umleitung war vorgesehen. Anwohner und Gewerbetreibende entlang der Strecke protestierten. Mit einer Bürgerinitiative forderten sie eine Neuplanung ohne Vollsperrung. Mit Erfolg. Möglich macht das ein neuer Lösungsansatz. So soll das neue Siel per Tunnelbau eingerichtet werden. Das Resultat? Die Straße kann die meiste Zeit des Tages einspurig befahren werden. Für die Anwohner ein annehmbarer Kompromiss. Es wurde einiges ein bisschen klarer. Also es war irgendwann mal die Rede davon, dass man die Umleitung durch die kleinen Nebenstraßen machen wollte und der anderen bei mir vorbei. Das hätte mich dann sehr beeinträchtigt. Aber das ist offensichtlich vom Tisch. Und auch also die Möglichkeit für die Anwohner in der Wellingsbüttler Landstraße auf ihre Grundstücke zu kommen, das ist offensichtlich auch gegeben. Das waren eigentlich meine Hauptanliegen und das wurde jetzt ein bisschen klarer. Nachdem die Leitungsarbeiten abgeschlossen sind, soll die neue Fahrbahn dann zusätzliche Radfahrstreifen erhalten. Je nach Breite der Fahrbahn, teilweise sogar baulich vom Autoverkehr getrennt. Die Auswirkungen auf die Natur versucht man dabei möglichst klein zu halten. Es gibt tatsächlich eine aktuelle Planung, auch wenn die schon ein bisschen älter ist. Für die müssten wir tatsächlich zwischen der U-Bahn Kleinborstel und Stüberheide so 30 bis 35 Bäume fällen. Wir prüfen aber aktuell tatsächlich noch andere Lösungen, ob wir mit einem Radweg, den wir einrichten, tatsächlich diese Bäume erhalten können. Am kommenden Mittwoch haben Anwohner erneut die Möglichkeit, sich über die neuen Pläne zu informieren. Ab Mitte 2024 sollen die Arbeiten dann beginnen.